Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist noch ganz früh. Ich habe vor ein paar Stunden dieses eine Video gemacht, beziehungsweise diesen neuen frischen Kanal eingeweiht und möchte nochmal ergänzen, weil jetzt schon die ersten Kommentare kamen, welche Fehler denn so gemacht wurden. Also erstmal möchte ich sowieso ergänzen, dass mein Wissensstand, den ich so habe von den Tieren, leider schon 10 Jahre alt ist. Sprich, was das Becken angeht, die Preise, die da drin sind, dass die vor 10 Jahren hat so eine K14 halt mal 30 Euro gekostet. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 8, 9 Euro bei den verschiedensten Händlern, whatever. Zudem möchte ich noch ergänzend sagen, alles, was ich von mir gebe, habe ich, glaube ich, aber auch schon in einem anderen Video gesagt, könnte falsch sein. Ja, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich bin selber am Lesen, am Lernen, aber wenn man nebenbei noch die andere Internetgeschichte macht, die ja gar nichts mit diesem Hobby hier zu tun hat, ist natürlich die Zeit begrenzt, wo man sich ausreichend fortbilden kann oder könnte. Ja? Wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest. Und für die ganz Schlauen, ich habe gesagt in dem ersten Video 4 Becken, ich habe aber nur 3 gezeigt, dass 4. Becken ist quasi kein Zuchtbecken, sondern ein Restebecken, was hier im Studio steht. Und das möchte ich euch heute auch nochmal zeigen, beziehungsweise ein bisschen vielleicht die Historie durchgehen. Das Becken ist auch relativ neu, also ich glaube 2 Monate vielleicht. Und vielleicht mit ein paar Bildern, ein paar Eindrücken, wie das Ganze entstanden ist. Weil am Anfang hat man gedacht, man hat es jetzt fertig. Und wenn ich jetzt ins Becken gucke, sieht es wieder ganz anders aus. Ja. Also dieses Video ist jetzt das Studiobecken und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und bitte, 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 wenn ihr es besser wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Konstruktive Kritik, immer wieder schön. Und das Ganze hier ist ein reiner Hobby-Channel. Ich mache diesen YouTube-Channel jetzt hier als zweiten nicht, um irgendwie, was weiß ich, bekannt zu werden, ja? Es ist ein reiner Hobby-Channel und vielleicht für meine Twitch-Zuschauer, die sowieso wahrscheinlich da auch reinschauen werden. Ja, in diesem Sinne viel Spaß mit dem Becken jetzt. Ciao, ciao. Ja, und damit herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu meinem Studio-Becken, was mittlerweile pflanzentechnisch ziemlich, ziemlich steil geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich benutze hier kein CO2, kein Dünger, nur Licht und die Pflanzen geben einfach mal Vollgas. Ich werde gleich mal Bilder einblenden, wie das vor ungefähr einem Monat ausgesehen hat. Also wie unfassbar stark der Pflanzenwuchs hier vorangeht. Was auch schön ist, aber so wie es aussieht, muss ich wohl bald mal ein bisschen schneiden, ne? Weil sonst kann ich hier bald meinen eigenen Jurassic Park, Garnelenpark aufmachen. Ja, wie gesagt, das ist mein kleines Restebecken, beziehungsweise das sind die Tiere, die ich mir damals am Anfang geholt habe. Die besten habe ich mir rausgesucht. Die sind dann drüben zur gezielten Weiterverpaarung rübergegangen. Und hier sind halt so das, was man halt aus den Standardläden so kennt. Ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, also... Es sind schon schöne Tierchen mit bei, aber jetzt auch nicht so die Mega-Burner, würde ich persönlich sagen. Na gut, hier vielleicht so ein bisschen. Aber ich möchte ja auch nicht den ultra krassen Profi-Züchter hier ansprechen, sondern ich möchte eigentlich eher die Leute ansprechen, die sich überlegen, ey, das mit den Garnelen sieht ganz schick aus. Und ich habe Bock auf sowas, weil ich sowas schön finde. Oder ich möchte es vielleicht mit Fischen vergesellschaften oder was auch immer. Was habe ich in diesem Becken getan? Ich habe einmal wieder unten, eine ganz dünne Schicht Soil drinne mit einem normalen Garnelenkies rüber. Und das war es auch eigentlich schon vom Boden runter. Kein Bodenfilter, gar nichts. Ich habe einen Denner Lagfilter, den ich noch aus uralten Beständen hatte. Habe diesen Denner Lagfilter mit einem Zusatzmodulsystem ausgerüstet, dass die Filterleistung noch ein bisschen besser wird. Das hier ist das große Fluvalbecken, was ich von der Optik einfach mega, mega, mega geil fand. So, liebe Leute, hier können wir nochmal die Kammern sehen von dem Fluvalbecken. Und ich hoffe, dass mir jetzt meine Kamera nicht ins Wasser fällt.
Das hier, die eine Vorkammer, wo durchgefiltert wird. Hier unten ist so ein kleiner Einlass, den man, wenn ihr euch dieses Becken kauft, unbedingt garnelensicher machen müsst. Ich habe das mit ein bisschen Schwammfilter und so getan, damit die Babygarnelen da nicht durchrutschen. Hab dann hier hinten in diese Vorkammer auch noch ein bisschen was reingeschmissen. Da ist einfach, das hätte ich dann nicht machen müssen, aber ich habe es einfach, da ist das Thermometer drin, schön versteckt auf jeden Fall. Denn der Hauptkammerschwamm, der irgendwie oben trocken aussieht, obwohl das gar nicht ist. Und dann das, die Pumpenseite. So ist das Becken aufgebaut. Und ich würde sagen, wir machen den Aal wieder zu. So, da sind wir wieder in Town. Ja, vielleicht noch kurz dabei zu sagen, ich mache jetzt hier keine Werbung oder irgendwas. Ist einfach nur das, was ich so schön finde an dem Ding. Man hat hier noch so eine kleine Fernbedienung dabei und kann halt, was total Quatsch eigentlich ist, aber hier noch Nachtmodus einhauen. Verschiedene RGB-Beleuchtung. Für mich quasi als Gamer kann ich hier noch, hab ein Aquarium mit RGB-Beleuchtung, was man normalerweise nur an PCs hat. Ja, wie gesagt, zwei Filter laufen hier eigentlich so gut wie in jedem Aquarium bei mir. Ist so eine Angewohnheit. Habe hier eine Wassertemperatur von 20 Grad. Und ja, das Becken ist ein Selbstläufer. Ich nehme ganz normales Leitungswasser, mache da noch ein paar Mineralien rein. Also ich salze nichts auf oder so, aber ein paar Zusatz. Also hier so ein bisschen CrustaFit von JBL. Und da momentan ja wegen der guten Corona-Geschichte manche Wasserwerke chloren ihr Wasser, tun zur Sicherheit auch nochmal so ein Entgiftungsmittel für das Wasser, was ihr übrigens eigentlich immer tun solltet, meiner Meinung nach, weil die paar Tropfen schaden ja eh nicht. Bei dem Becken fahre ich das so, dass ich jede Woche 10% Wasserwechsel mache. Was eigentlich gar nicht nötig wäre, und füttern tue ich einmal die Woche und zwar ganz, ganz sparsam. Ja, weil die Garnelen einfach hier genug Futter finden. Und wie viele hier drinnen sind, kann ich euch nicht sagen. Ich schätze mal 30, 40 Stück. Aber da so viele tragend sind und so viele Jungtiere einfach hier, wenn man einfach mal so grob guckt, überall sind hier kleine, ja, kleine Babygarnelen mit am Start. Also hier habe ich den Überblick schon verloren. Wenn es zu viel wird, werde ich es, denke ich, mal merken. Und ja, wie gesagt, Mineralsteine habe ich in jedem Becken drin. Da streiten sich ja auch die Geister ab, das was bringt oder nicht. Ich habe sie drin, Schaden tun sie nicht. Seemandelbaum, wie auch in jedem, für die nötigen Huminstoffe. Und natürlich, wie immer, da schwöre ich auch drauf, eine Futterschale.